Es ist nicht genug zu wissen, dass die Welt zugrunde ging. Die Geschichte war noch nicht erzählt. Sie sollte bald beginnen. Das Chaos trieb uns aus den Städten. Durch die Furcht hielten wir uns fern. Lange nachdem die Bomben fielen, nachdem die Seuchen die Städte regierten, lebten wir in Furcht und ohne Hoffnung. Aber das ist ein neuer Ort. Eine neue Zeit. Verloren. Aber bald wird die Zeit kommen, wenn wir nicht mehr in Höhlen leben. Wie Maulwürfe. Wie Ratten. Hier ist Michael am Radio. Wie geht es euch da draußen? Ich habe hier was für euch. Wenn ich gehe, werde ich es endlos laufen lassen. Meint ihr, ich komme bis nach Memphis, ohne dass mir die Haare ausfallen? Wahrscheinlich nicht. Das ist alles sehr seltsam im Moment. Nannte es Dad nicht die neue Depression? Wann wird diese Depression wohl ihr Ende finden? Dann schauen wir mal. Ich habe hier den offiziellen Wetterreport. Es wird sonnig. Trocken und heiß. Keine großen Überraschungen. Hier ist eine kleine. Der Giftanteil in den Flüssen Tennessees scheint zu sinken. Er ist trotzdem hoch genug, um euch umzubringen. Also haltet euch vom Wasser fern. Und vergesst eins nicht. Esst keinen Fisch. Der Tod ist ein bekanntes Gesicht. Ich kann es nicht mehr sehen. Morgen wäre der Geburtstag meines Vaters gewesen. Und deswegen habe ich ein paar neue Lieder für euch. Von einem Kerl, der sie wahrscheinlich nicht mehr braucht. Ich glaube, er hieß Jerry. Hast du heute was gefunden? Nein. Aber schließ deine Augen. So viel zu unserer heutigen Show. Das war's erstmal. Während ihr euch Jerrys Mix anhört, werde ich diese Flasche Bourbon trinken. Und nein, ihr könnt nichts abhaben. Die habe ich seit meinem 21. Geburtstag. Und das, Leute, nenne ich wirklich Disziplin. Funkstation 97. Mhm.
bist du? Ich heiße Pierre. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Das ist egoistisch, Mann. Warum? Willst du eine? Nein. Die Dinger bringen dich um. Ich glaube nicht an Krebs. Es ist nicht der Krebs. Es ist der Gestank. Der Geruch wird dich verraten. Du musst vorsichtiger sein, wenn du dahin willst. Sieh dir das hier alles an. Glaubst du, ich habe das aus dem Internet? Ich kenne mich hier aus. Du kennst dich hier aus? Oder war es dein Vater? Wir alle beide. Ich mag die Karten. Nette Sammlung. Nur eine kleine Warnung. Wie lange hörst du dir die Show schon an? Sehr lange. Seit dein Vater sie gemacht hat. Ich habe die Kugeln rausgenommen. Also, was willst du? Vor 2 Wochen habe ich eine Stimme im Radio gehört. Nicht deine. Es war eine andere Stimme. Sie war sehr leise. Ich konnte ihn kaum verstehen, aber er ist da draußen. Hilf mir, ihn zu finden. Die anderen Stationen gibt es seit 15 Jahren nicht mehr. Selbst wenn du gehört hast, was du denkst, gehört zu haben. Warum verdammt nochmal sollte es auf der anderen Seite besser sein als hier? Erinnerst du dich, was passiert ist, als sie die IDP-Camps aufgelöst haben? Leute haben sich verteilt. Die Überlebenden haben sich im Untergrund versteckt. Und die Kinder? Wann hast du das letzte Mal Kinder in der Sonne spielen sehen? Hm? Es ist nicht sicher für Kinder. Vor 15 Jahren habe ich das letzte Kind gesehen. Dann müssen die Eltern sie wohl wirklich sehr gut versteckt haben. Hilf uns. So können wir nicht ewig weiterleben. Tut mir leid mit deinem Freund. Verbrennen sie beide. Kommst du jetzt mit? Der Wasserspiegel war zu niedrig. Wir haben nur noch 7 Gallonen Wasser übrig. Hackst du mir denn auch den Kopf ab? Warte doch. Was zum Teufel machst du? Ich gieße Wasser aus. Hände hoch. Die Schrotflinte ist nicht geladen. Ich habe gezählt, wie oft du mit dem Gewehr geschossen hast. Das letzte Mal war am 11. November. Du hast keine Munition mehr. Geh ins Haus.
dir gefällt, was du hier draus gemacht hast. Setz dich. Was hast du vor unserem Haus gemacht? Euer Haus? Ich glaube nicht. Woher hast du das Wasser? Aus dem Brunnen. Welcher Brunnen? Eine Frage pro Person. Ich bin dran. So macht ihr beide das doch richtig. Jede Person darf eine Frage stellen, bis alle Motive schlussendlich ans Licht kommen. Interessiert euch nicht, woher ich das weiß? Ist das deine Frage? Ist das deine? Woher wusstest du das? Auf die gleiche Weise, wie ich weiß, dass du deinen Mann Thomas vor 6 Monaten verloren hast. Und du suchst immer noch nach deinem Sohn und deinem Mann. Jeden Tag suchst du sie. Allerdings nur in der Nähe des Hauses. Verschwinde hier. Ich sollte euch sagen, dass das mein Haus ist. Das sind meine Bücher. Das ist mein Lesestuhl. Diesen Druck hier habe ich 1983 in Nova Scotia bekommen. Die Wale haben eine tolle Show geboten. Kannst du sie hören, Margaret? Wer bist du? Dr. Samuel Singleton. Nun, unter diesem Keller gibt es noch einen Keller, nur für den Notfall. Sie haben sich die ganze Zeit vor uns versteckt? Bei Anne Frank ging es auch. Wie kann das dein Haus sein? Es stand leer, als wir es fanden. Stellt euch vor, wie überrascht ich war, als ich nach Hause kam. Damit hatte ich auch nicht gerechnet. Oh! Christo! Ich hab dir doch gesagt, dass wir uns auf der anderen Seite sehen. Ich freue mich auch, Sam. Sam? Ja, Christo? Wann fährt der 4-Uhr-Zug ab? Nun, Christo, also ich nehme an, 60 Minuten vor 5. Mir wurde aber gesagt, 60 Minuten nach 3. Nun, mein Lieber, deinen Zug wirst du auf jeden Fall bekommen. Tada! Schwieriges Publikum. Ich weiß. Hast du von unserem Ausflug erzählt? Soweit so weit bin ich noch nicht. Nun, an einem Tag bin ich Geschichtsprofessor. Und am nächsten Tag grabe ich einen Brunnen. Dann lade ich Jod, Paraffin und Zahnpasta. Was ist mit dem Brunnen? Ist der trocken? Knochentrocken. Im August ist er immer trocken. Es regnet erst wieder im September. In welchem Monat bist du? Im 6.? Im 7.? Fast im 8. Wenn es heute nicht regnet, werden wir es nicht schaffen bis zum September. Regentanz, hä? Oder wir säen die Wolken. Kennst du jemanden mit einem Heißluftballon? Nein. Ich kenne einen Ort. Am Ende der Straße gibt es eine massive Steinwand mit 3 Öffnungen. Springfield Lake. Wisst ihr, wovon ich rede? Natürlich. Natürlich. Das ist zu weit. Das ist die einzige Möglichkeit. Es ist zu weit für Sie. Nein, ich schaffe das. Sie schafft das. Ich werde das hier mal wegräumen, bevor es hier zu sehr stinkt. Sarah? Weißt du, was das ist? Es ist das wachsame Auge. Das Auge Gottes. Es wurde als Gegensatz zum bösen Auge entworfen. Dem Auge der Eifersucht und des Neids. Es ist wunderschön. Margaret hat dich vor der Außenwelt beschützt. Aber jetzt solltest du dich langsam entfernen von diesem Haus. Hier, das Amulett ist für dich. Ein Glücksbringer. Danke. Oh, Moment mal. Mach die Lichter aus. Sprich, Monkey. Sie wollte die Lichter. Und das Benzin? Oh, ich habe es aufgefüllt. Das war zu früh. Aber sie hat gesagt,
Es war zu früh. Aber sie hat gesagt... Ich habe nichts gesagt. Ist heute ein guter Tag, Dilsey? Gackere für mich, Delinda. Ihr braucht eure Medizin. Die Lichter sind an. Das sehe ich. Sie sollten aber nicht an sein. Dann musst du wohl noch etwas Benzin pumpen, nicht wahr? Hat Janus dich gefunden? Ja. Hast du ihn ins Bett gebracht? Nein. Was ist mit meinem Radio? Ich hab's nicht bekommen. Warum nicht? Er hatte Verstärkung. Du aber auch. Er hatte aber mehr. Warum musstest du ihn kriegen, bevor er verschwand? Weil ich ihm verdammt nochmal einen Denkzettel verpassen wollte. Ich verstehe. Das hat aber auch nichts gebracht. Deine verdammten Nichten stehen draußen. Sollen sie reinkommen? Draußen bleiben. Aber du kannst bleiben. Hier ist Michael am Radio. Den Ausflug nach Memphis muss ich wohl streichen. Offenbar werden dort nach einem radioaktiven Niederschlag keine Partys mehr gefeiert. Stattdessen werde ich nach Osten gehen. Offensichtlich sind diese einsamen Radiowellen gar nicht mehr so einsam. Ein Mann kam heute vorbei und bat mich um Hilfe. Traurigerweise habe ich ihm zuerst eine Knarre ins Gesicht gehalten. Aber so läuft das eben, oder nicht? Wie ich schon sagte, ich werde mich nach Osten begeben. Vielleicht kann ich herausfinden, wer dieses Signal sendet. Es sieht so aus, als würde ich eine Zeit lang nicht auf Sendung sein. Aber keine Angst, ich werde schneller wieder da sein, als ihr denkt. Was ist los mit dir? Ich will das Baby. Welches Baby? Sie ist so dumm und wird schwanger. Sie ist so dumm und läuft draußen herum. Wer? Keine Ahnung. Du solltest es sein. Du solltest der Junge mit dem Mädchen sein. Nicht der Straßenjunge, der Leute ausraubt. Hörst du, ich will dieses Baby haben. Musstest du die Sirene einschalten? Ach, stell keine dummen Fragen. Verschwinde und nimm ihn mit. Los, mach schon. Hast du deine Medizin genommen? Du verschwindest jetzt und findest diese Frau. Dann bringst du sie her. Hast du verstanden?
Ja. Und nehmen ihn mit. Und jetzt zu dir. Was habe ich dir gesagt? Sie. Es ist mir egal, was sie gesagt hat. Sie. Durch diese dämliche Sirene kommen Penner hierher, die wir dann durchfüttern dürfen und deren Scheiße wir sauber machen müssen. Verstehst du? Sie sagte mir, sie hätte schmerzvolle Erinnerungen. Sie hätte schmerzvolle Erinnerungen. Und halt die Klappe, Delcy! Wir sind erschöpfte Reisende, die etwas Essbares suchen und Wasser brauchen. Da habt ihr leider Pech, denn wir haben nichts davon. Lüg mich nicht an, Quincy. Margaret? Wie lange ist es her? Ach, eine Ewigkeit, ja? Das ist meine Tochter Sarah. Heilige Scheiße. Entschuldigung. Es tut mir leid. Du bist schwanger? Ganz genau. Das ist schön. Hier war es ohne ihn ziemlich langweilig. Ach, schön, dich zu sehen. Dich auch, Quincy. Wie läuft das Alkoholgeschäft? Oh, gut. Oh, was ich nicht weggebe, das trinke ich selbst. Das ist Dr. Samuel Singleton. Einfach Samuel. Du bist ein Arzt? Kein gewöhnlicher Arzt mehr. Ein Seelenarzt. Das müssen wir denen aber nicht unbedingt sagen. Die Geister interessieren mich mehr. Okay, komm mit. Springfield Lake. Das moderne Kappadokien. Wie lange seid ihr schon hier? Schon seit einer Weile. Wo ist dein Bruder? Ist Marcus auch da? Nein, er ist tot. Vor einem Jahr wurde er getötet. Tut mir leid. Wie ist es passiert? Ein Scharfschütze hat ihn erschossen. Danach haben sie ihn aufgeschlitzt. Sarah? Ist sie in Ordnung? Ihr Mann wurde auf die gleiche Weise umgebracht. Ich hasse das, Samuel. Ich will mich nicht mehr verstecken. Ich weiß. Das haben wir alle. Die Dinge werden sich ändern. Wie? Wie sollen sich die Dinge ändern? Sarah, du wirst ein Kind bekommen und dann wird sich die ganze Welt verändern. Ich habe Angst, Samuel. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was meinst du mit, die Welt wird sich ändern? Weißt du, was das ist? Ein blauer Flaschenbaum. Siehst du, böse Geister werden vom Licht und der Farbe geblendet. Sie werden in der Flasche gefangen gehalten. Das ist
Das gleiche Blau wie das der Flaschen. Meinst du, dass das dorthin gehört? Komm mit. Mit diesem Baum ist nicht zu spaßen, wenn du das dorthin hängst und dein Herz nicht dahinter steht. Ruinierst du alles. Voila! Hier sind die Kolben, die du gesucht hast. Danke. Jetzt brauche ich nur noch einen Kamerasensor und anderen kleinen Kram und wir können los. Ist das das? Ja. Michael. Ich weiß, wer du bist. Ich bin Quincy. Wir haben dir eine Radiokabine aufgebaut. Wir gehen gleich rüber. Großartig. Len. Er ist tot. Ist er das? Ja. Was hältst du davon? Ich brauche wohl nicht zu fragen, ob es geerdet ist. Ein paar Volt können nicht schaden. Okay. Dann fange ich mal an. Das ist bestimmt bequemer als die Decken auf dem Boden. Danke, Pierre. Pierre. Das mit Markus tut mir leid. Ja. Er hat von dir geredet. Seid ihr auf weitere IDP-Camps gestoßen? Ich habe zwei weitere Register gefunden. Ich nehme dich später mit ins Archiv. Weißt du, was wohin kommt? Ich habe mir vorher alles aufgezeichnet.
Kannst du mir die Abisolierzange geben? Ja, ja, ja. Die hier? Ja. Danke. Meine Mutter denkt, das mit dem anderen Mann ist Blödsinn. Ja? Sie sagt, er ist wahrscheinlich 100 Meilen entfernt von hier. Es gab mal eine Zeit, da waren 100 Meilen keine Entfernung. Meine Mutter hat Angst vor Veränderungen. Das haben die meisten Leute heutzutage. Du bist ziemlich schwanger. Ja. Ich heiße Sarah. Michael. Ich weiß. Du bist Michael am Radio. Ja. Weißt du, wir hatten den ganzen Kram mit Planen abgedeckt, aber die Feuchtigkeit in den Höhlen hat einiges davon zerstört. Der Tank war Markus' Idee. Hier. In diesem Buch stehen alle IDPs von der nordöstlichen Seite des Viertels. Gib her. Scheiße! Kann ich helfen? Weißt du, wie ich weitermachen kann, ohne einen Finger zu verlieren? Oh. Hol jemanden, der dir hilft. Außer deiner Mutter hat hier niemand Ahnung von Motoren. Allerdings mag sie es nicht, wenn Autos fahren. Warum nicht? Man kommt damit an andere Orte. Ich wollte schon immer fahren. Wenn die Kiste hier fertig ist, dann läuft sie mit reinem Alkohol. Das kommt mir ganz gelegen. Wie denkst du darüber, hä? Hä? Nein. Ich nehme dich mal auf eine Probefahrt mit. Sehr gern. Hey, du solltest vorsichtiger sein. Das war's für heute. Leute, ich weiß nicht, wann ich mich wieder melden kann. Er benutzt unsere Frequenz. Er ist entweder hier oder hier. Er könnte niemals das Equipment von diesen Stationen wegbewegen. Wir haben es doch auch geschafft. Nachrichten senden. Ich kenne eure Musik nicht, aber meine kann ich nicht mehr hören. Das war Harvey, over and out. Harvey, hier spricht Michael. Michael am Radio. Es ist schön, eine richtige Stimme zu hören. Irgendwie merkwürdig. Ich habe dich heute zum ersten Mal gehört. Muss ziemlich einsam sein da draußen. Aber nicht so einsam, wie ich war. Hör zu. Ich habe ein besonderes Lied für dich. Sag mir, ob ich recht hatte, okay? Musik.
Ach, komm schon. Hier ist es doch schön. Hm? Na, was ist? Ja, ich weiß, dass es nicht das Holzkalten ist, aber... Na gut, ich verstehe. Okay. Wenn du dich beruhigt hast, müssen wir unsere Show vorbereiten. Hä? Wie lange willst du hier bleiben? Weiß ich nicht. Bis dein Baby geboren wird? Ich gehe nicht zurück in den Keller. Das ist unser Zuhause? Nein. Wir haben kein Zuhause. Wir sind IDPs, schon vergessen? Wir sind Binnenflüchtlinge. Sarah, die Welt ist nicht wie in deinen Büchern und Zeitschriften. Sie ist nicht wie in meinen oder Samuels Geschichten. Sie ist gefährlich. Du musst an deine Sicherheit denken. Wenn das stimmt, warten wir nur auf unseren Tod. Nettes Publikum. Ja, das ist wirklich sehr nett. Ich sehe Staatsoberhäupter, Könige und Königinnen. Denen müssen wir was bieten. Alleine ist es ziemlich langweilig. Zu zweit macht es Spaß. Aber drei sind einer zu viel. 5 bis 10, wenn ihr mir sagen könnt, was drin ist. Oh! Vergesst unsere Wette. Öffnet sie noch nicht. Was ihr bekommen habt, war verloren. Man kann nicht mehr zum Laden gehen und es wiederholen. Aber ich weiß, wo der wilde Thymian blüht. Wo Schlüsselblumen und nickende Veilchen wachsen. Michael vom Radio. Michael, hier ist dein Freund Harvey. Gut von dir zu hören, Harvey. Ich wusste, dass noch jemand so eine Radiostation benutzt. Zum Glück bin ich auf deiner Frequenz gelandet. Und mit dem Lied hattest du recht. Jedes Mal, wenn ich es höre, denke ich an mein Zuhause. Das ist zu schön. Ich habe heute einige Stromprobleme, deswegen mache ich es kurz. Morgen wird alles wieder funktionieren. Ich melde mich bei dir. Lass deinen Empfänger an. Hast du vielleicht etwas Musik für mich? Was von Coltrane? Gut, dass du mir zuhörst. Harvey out. Der rollende Laden ist zurück. Entschädigt werden diejenigen, die gewartet haben. Diejenigen, die sich gewundert haben und nicht das Vertrauen verloren haben. Alle, die sich wundern, sind nicht verloren. Geschenke wurden verteilt.
Fangt oben an und packt sie aus. Du auch, Margaret. Sei nicht schüchtern. Schönes Auto. Kann ich mich zu dir setzen? Klar. Ich habe dich mir anders vorgestellt. Wie lange hörst du dir die Show schon an? Nein, ich weiß nicht, aber du warst einfach nur die Stimme in meinem Radio. Was ist noch in dem Kofferraum? Keine Ahnung, aber ich will die Ballerina kennenlernen. Christo! Hör mir mal zu, sowas kannst du doch nicht sagen. Doch nicht vor den Leuten. Na, warum denn nicht? Aber die Ballerina gefällt mir doch sehr gut. Na ja, das mag schon sein, Christo. Aber die Ballerina ist doch hier. Alles in Ordnung? Das Baby hat getreten. Gib mir deine Hand. Warum? Ist schon okay. Das ist irgendwie unheimlich. Unheimlich? Und nein, es ist nur... Ich habe noch nie eine schwangere Frau gesehen. Geschweige denn die Tritte ihres Babys gespürt. Ich sollte gehen. Es tut mir wirklich leid, Sarah. Nein, Janos. Du hast's versprochen. Ich sagte nein. Sarah? Das musst du dir ansehen. Was ist mit meiner Mutter? Lass sie einfach schlafen. Ist schon in Ordnung. Sarah, kennst du die Geschichte der Sonne? Einst war die Erde komplett in Finsternis gehüllt. Es gab kein Licht. Das war gut für die Eule, aber schrecklich für den Hüttensänger. Die Tiere trafen sich und entschieden, was unternommen werden sollte. Der eingebildete Bussard sagte, er könne mit seinen starken Flügeln ein Stück Sonne zurückbringen. Er könne sie aus seinen langen Hals packen, der mit schönen Federn bewachsen ist. Er fliegt los, holt ein Stück Sonne, packt sie auf seinen Hals und auf dem Rückweg brennt ihm die Sonne die Federn vom Hals und rollt hinunter. Deswegen hat der Bussard heute keine Federn mehr. Die Beutelratte sagt, mit meinem starken, pelzigen Schwanz kann ich die Sonne zurückziehen. Also geht sie los. Holt etwas Sonne und zieht sie mit dem Schwanz zurück. Aber die Sonne brennt den Pelz vom Schwanz und rollt zurück. Deswegen hat die Beutelratte keinen Pelz mehr am Schwanz. Nun, die Spinne schaute sich das alles an und sagte, ich kann die Sonne herbringen. Als die Tiere aufhörten zu lachen, bemerkten sie, dass sie weg war. Sie ging zur Sonne und fragte sehr höflich, entschuldigen Sie, Fräulein Sonne, darf ich mir ein bisschen von Ihnen borgen, um die Erde zu erhellen? Sie webte einen Korb, packte etwas Sonne in diesen Korb und begab sich auf den langen Heimweg.
Sollte sich die Sonne durch den Korb brennen, würde sie ihn erneut weben. Und das ist der Grund, warum die Sonnenstrahlen aussehen wie ein Spinnennetz. Mach weiter. Ich glaube, es funktioniert. Sieh genau hin, damit du nichts verpasst. Schau dir die Veränderung an. Der Unterschied in unseren Entscheidungen ist sehr klein. 6 Schritte nach links und wir sind hier, in Sicherheit. 6 Schritte nach rechts und du stehst wieder in Trümmern. Wo sind wir hier? Zu Hause. Am Ende des Flurs diskutieren deine Eltern über das Abendessen. Dein Bruder schleicht sich in dein Zimmer, um mit dir zu reden. Warum zeigst du mir das? Du kennst nur das Ergebnis der Veränderung, die 6 Schritte nach rechts. Ich wollte, dass du es aus den Augen deiner Mutter siehst. So hatte sie das Leben für dich und David geplant und für sich und deinen Vater. Der Verlust deiner Mutter ist größer, als du dir vorstellen kannst. Alan! Was zum Teufel ist mit der Antenne los? Alle sofort in den hinteren Teil der Höhle! Irgendjemand versucht, uns hier abzuknallen. Ganz ruhig. Wenn du wegrennst oder schreist, bring ich dich um. Verstanden? Sarah! Wo bist du? Wo sind die Kerle? Über den ganzen Berg verteilt und warten darauf, dass wir uns bewegen. Lass sie los! Lass sie in Ruhe! Wage es nicht, sie anzufassen. David, hör auf. Weg. David, ich habe auf dich gewartet.
Du darfst nicht gehen. Du kannst mich mit dem Baby nicht alleine lassen. Das geht nicht. Du kannst mich nicht dazu zwingen. Ich werde nicht ohne meine Familie weggehen. Aber das Baby ist noch zu klein. Es würde die Reise nicht überstehen. Dann nimm David mit. Das ist die einzige Möglichkeit. Lass mich hier raus. Wen hast du in der Höhle gesehen, David? Meine Mutter und meine Schwester. Deine Familie. Diese Frau möchte das Kind haben, David. Na, ich will das Kind haben. Dieses Kind ist die Zukunft, David. Nein. Es gibt keinen Ausweg, David. Lass mich. Du kannst nirgendwo hin. Lass mich raus. Wie bitte? Ich kann dich nicht verstehen. Okay, ihr Arschgesichter. Hier kommt die Sonne. Sie fertig! Hey, ich brauche Hilfe! Du kommst zurück. Ohne das Baby. Du hast mich angelogen. Ich habe gelogen? Du hast gesagt, meine Mutter wäre tot. Deine Mutter ist tot. Sie war damals tot und ist es immer noch. Ich habe sie gesehen. Das Baby gehört meiner Schwester. Interessant. Aber das spielt keine Rolle. Das sind alles Ablenkungen. Was du heute gesehen hast, war Schwäche. Eine ängstliche kleine Maus, die in Höhle lebt und Gras frisst zum Überleben. Vergiss nicht, ich habe dich gefunden. Ich habe dich großgezogen. Ich habe dich gefüttert. Willst du etwa leben wie die? Nein. Natürlich nicht. Ich brauche ein Stück von dir. Für das Baby. Und? Steht der Truck bereit? War das Gift? Schlafkraut. Wir müssen uns beeilen. Sonst kommen wir zu spät. Ich kenne eine Abkürzung. Thank you.
Er wird es nicht schaffen. Nein. Weißt du, ob er den Truck in Ordnung gebracht hat? Keine Ahnung. Er muss funktionieren. Und du musst ihn für mich fahren. Wo willst du hin? Michael weiß Bescheid. Ich will mich nicht mehr verstecken. Ich will nicht, dass mein Baby in einer Höhle geboren wird. Wenn dieser Mann im Radio außerhalb des Korridors überleben kann, können wir das auch. Das ist eines von Quincys Leuchtgeschossen. Es wird dunkel sein. Man weiß ja nie. Danke. Lass das Radio an. Wir melden uns, wenn wir ihn gefunden haben. Hier ist Michael am Radio. Wir versuchen, dem Tod einen Schritt voraus zu sein, der immer näher kommt. Ich habe viele neue Gesichter kennengelernt, Harvey. Ich musste mich auch von einigen verabschieden, aber die, die übrig sind, wollen so viel mehr als nur überleben. Verdammt, wir sind alle Überlebende, richtig? Also, was kommt als nächstes für uns? Keine Ahnung. Aber ich denke, ich habe eine Antwort. Du wirst bald sehen, wovon ich spreche. Mach eine Kerze für uns an, denn wir sind auf dem Weg. Und tu mir einen Gefallen. Mach noch ein paar Kerzen an für diejenigen, die nicht durchkommen. Wir sehen uns bald, Kumpel. Michael out. Sing like a mother. She sings to her young. I hear the drums and the trumpets playing. Schock. Ihre Leute haben sich gegen sie gerichtet. Das eine Mädchen blutet sehr stark. Und sie sollen jetzt mit uns kommen? Wir können sie nicht einfach hier lassen. Das habe ich auch nicht gesagt. Es gefällt mir aber nicht. Beim nächsten Mal fragst du mich vorher.
sehen. Aber schau mal da drüben. Ah. Alles okay? Ja, es sind so viele Schlaglöcher. Sie bekommt ihre Wehen. Okay? Ich hoffe, ja. Ja. Meinen Mädchen geht es schon wieder besser. Nicht wahr? Ihre Frau bekommt ihre Wehen. Können Sie ihr helfen? Oh ja. Es hat einen Grund, dass du uns gefunden hast, Michael. Ich weiß, wer du bist. Wann hat es angefangen? Am Checkpoint. Ich weiß nicht mehr genau. Komm, Vorsicht. Ich verbrenne dich. Wird es gehen? Ja. Meinst du, du kannst laufen? Ja. Ich bin unbewaffnet. Harvey? Ja. Mein Gott, ja! Hi. Ist sie das? Hast du eine Pritsche, auf die wir sie rauflegen können? Ja, sicher. Sicher. Komm, lass mich dir helfen. Du schaffst das. Du schaffst das. Komm, du musst atmen. Atmen. Nur noch ein paar Stufen. Du schaffst das. Wie weit ist das noch? Ja. Komm schon. Wir haben es fast geschafft. Atme, atme. Alles wird gut. Du schaffst es, Sarah. Du schaffst es. Atmen. Ja, sehr gut. Komm, leg dich auf das Kissen. Ja, danke, danke. Vorsichtig. Ich hätte nicht gedacht, dass es so weh tut. Ganz ruhig. Ganz ruhig atmen. Ja, sehr gut. Sehr gut machst du das. Und weiter atmen. Weiter. Okay. Halte durch. Michael. Wir brauchen Handtücher, warmes Wasser und etwas Privatsphäre. Okay. Ich bin gleich wieder da. Wie geht es Ihrer Wunde? Oh, viel besser. Es hat aufgehört zu bluten. Gut. Was ist Ihnen denn passiert? Es ging alles so schnell. Wir wollten zu den nördlichen Enklaven fahren, aber der Mann hat mich geschlagen. Er hat meine Mädchen angegriffen. Ich habe ihn umgebracht. Sie würden genauso handeln, oder nicht? Natürlich. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Atme. Atme. Wie heißen Sie? Ich heiße Mignard. Abigail Mignard. Mrs. Mignard. Erzählen Sie uns Ihre Geschichte. Ich glaube nicht, dass sie euch gefallen wird. Eine Hochzeit sollte stattfinden. Eine wunderschöne Hochzeit. Es gab Rosen. Tausende Rosen. Ich sollte auf dem Cover von Bridal South sein. Meine Familie verlegt Zeitschriften. Es war einfach alles perfekt. Nur leider kam er nicht. Der Strom fiel aus, als das Feuer begann. Und dann die Evakuierungen. Meine Familie ließ mich zurück. Ich wollte nicht gehen. Ich wollte auf ihn warten. Sie wussten nicht, dass ich schwanger war. Was haben Sie dann getan? Ich hatte keine Hilfe. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Aber ich habe gelernt. Ich habe mir alles selbst beigebracht. Einige der kleinen Flüchtlingslager hatten keine Hebammen. Also habe ich mich freiwillig gemeldet. Ich habe Dilsey und Delinda zur Welt gebracht. Ihre Mutter ist an Cholera gestorben. Ich habe sie großgezogen.
Ich glaube an die Vorsehung, Sarah. Wir haben uns nicht zufällig getroffen. Es ist leider nicht sehr warm. Es ist wohl eine Kaltwasserwohnung. Danke. Hier. Bist du okay? Ja. Wo habt ihr denn diesen Kerl her? Sein Name ist Christo. Christo? Das ist fantastisch. Das ist ja perfekt. Ihr habt ja keine Ahnung. Entschuldigen Sie, wann fährt der 4-Uhr-Zug ab? Exakt 60 Minuten vor 5. Den kennst du wohl schon. Wenn es euch nichts ausmachen würde. Gib Bescheid, wenn du was brauchst. Okay. Das sind ganz schön viele Puppen. Wir sind Figuren, keine Puppen. Wie hast du das gemacht? Was denn? Die Stimme verstellt. Das war ich nicht. Lügen, Lügen, du willst uns betrügen. Das ist irgendwie unheimlich, Harvey. Hände? Nein. Wie hast du das herausgefunden? Und aufgebaut? Bücher. Und Zeit. Ich hatte sehr viel Zeit. Wichtig war dieser Turm hier. Das habe ich herausgefunden, kurz nachdem ich dich gehört habe. Ah, aha. Für Christo. Wer ist Christo? Das ist mein Hut. Hast du was dagegen, wenn ich Musik anmache? Mach ruhig. Danke. Hier bin ich wieder. Wir sind wohlbehalten angekommen. Ich glaube, das ist deine Geschichte für einen anderen Tag. Ich habe meinen Freund Harvey gefunden. Er sitzt hier in seinem Penthouse-Apartment und lässt mich heute an sein Radio. Eben habe ich aus dem Fenster geschaut. Es ist ein großartiger Blick auf die trostlose Stadt. Es gibt keine Straßenlichter, keine Scheinwerfer. Nur den Mond, der die leeren Straßen beleuchtet. Ach, scheiße, Mann, das hört sich an wie ein schlechter Country-Song. Tut mir leid. Da wir gerade davon reden, ich habe schöne Sachen für euch. Ich bin weit gereist, um dieses Lied zu spielen. Ich habe eine Freundin, die heute Nacht viel Hilfe braucht, also denkt an sie. Sarah, dieses Lied ist für dich. Bis zum nächsten Mal. Das war Michael. Jumping.
I'm not going anywhere. Hallo. Stand here sometimes just to clear my head. I'm sorry you see me like this. I didn't see you standing back auf das Baby trinken. Danke. My dreams are not taken for granted. Crack. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. I don't know why I'm so afraid to fail. Suchen Sie ärztliche Hilfe, wenn die Reizung andauert. Verhindern Sie Hautkontakt. Soll ich Sie jetzt stillen? Oh, dafür bleibt noch genug Zeit. Margaret, erzähl uns zuerst deine Geschichte. Meine Geschichte? Oh, du bist müde. Oh, dann werde ich dir auf die Sprünge helfen. Sarah ist nicht dein einziges Kind. Du hattest noch einen Sohn. Er war hübsch und stark, nicht wie meiner. Hässlich und unglücklich. Dein Sohn versuchte alles, um nicht neben seinem toten Vater zu weinen. Natürlich hätte er hier sein sollen. Aber dich und deine perfekte Tochter zu sehen, hat alles ruiniert. Mein Sohn. Nicht für innere Anwendung. Warnung. Warnung, nicht schlucken. Wenn verschluckt, ein Glas Wasser oder Milch zu trinken geben. Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt rufen. Michael?
Michael, wach auf! Michael! Michael, wach auf! Da hinten ist jemand. Baby, nicht böse, böse, nein. Nee, oh, Baby, oh, das ist nicht böse, nein. My baby! Sollte ich eigentlich sagen, aber die Wahrheit ist, ich war auf der anderen Seite und das Essen schmeckt gleich. Ich nehme an, ihr fragt euch, wie es Sarah geht. Hat sie ihr Kind bekommen? Ja, das hat sie. Ein wunderschönes Mädchen mit dem Namen Samantha.
Was wird das für eine Welt für Samantha sein? Eine bessere, hoffe ich. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was falsch lief. Warum ist das alles passiert? Die Wahrheit ist, dass es keine Rolle spielt, wer zuerst geschossen hat. Mein Vater sagte immer, dass ich mich mit nichts aufhalten sollte. Also nutze ich die Chance, einen Neuanfang zu wagen. Wir sollten uns alle finden und uns die Hände reichen. Sorry, ich wollte jetzt nicht den Prediger spielen. Aber vergesst nicht, Sarah ist da rausgekommen, weil sie es unbedingt wollte. Und jetzt habe ich ein besseres Radio mit einer größeren Antenne. Was sagt ihr dazu? Wer ist da draußen? Wenn ich eine Sache auf dieser verrückten Reise gelernt habe, dann ist es Folgendes. Die Hoffnung bleibt. Wollt ihr Musik hören? Ich auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Das war Michael am Radio. Gonna be a meeting up yonder. Crawl out of the malaise, out from the vices that you're under. Let it echo through the streets, from the bars to high rises to the prisons. It's time to cast out your fears. It's time to let go of your skeletons. And don't bring nothing you can't die with. And don't bring nothing you think you need. You can't swim across a river with arms full of useless things. And say goodbye to the skin you're wearing. And say goodbye to the name you know. And let's walk out in that water, a hand in hand, no one let go. Come lay your burdens down, 'cause you know we're the same. What's the end? Come around, yeah, watch out for the churches that have been built. Brick by brick on self-interest. Neon crucifixes glowing in shame. Villain is voice, the saint is God as my witness. We're gonna keep on marching on. We're gonna look death in the eye. We're gonna live courageously. We're gonna love and not care why. 'Cause we ain't looking for any pie.
center, and in the center, just you and me.